Wir sind bunt, ja und? Sehr geehrte Damen und Herren, Mensch ist Mensch oder nicht? Oder ist jemand kein Mensch, weil er oder sie eine andere Hautfarbe hat? Heißt es, dass Menschen, die nicht weiß sind, keine Rechte haben? Darüber haben sich die meisten erst Gedanken gemacht, als ein unschuldiger Mann grundlos von zwei Beamten aus dem Leben geprügelt wurde. Wir studieren die Skandinavien haben noch auch mit Narrativen über Rassismus. Razu tome, oni su crci. Faktor je da baš zbog toga imaju najmanje šanse na jedan sretan život u odnosu na bijelce. To je jedna žalosna istina koju bijelci neću da čuju. Doch so, meine Damen und Herren, ist es leider. Auch wenn immer noch die meisten denken, dass das Thema Rassismus schon seit einigen Jahren geklärt wäre. Die Politik hat uns jahrzehntelang eingetrichtert, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft anders sind und dass Anderssein schlecht heißt, dass man sie nicht wie normale Menschen behandeln sollte, weil sie in ihrem eigenen Land unerwünscht sind. Die Politik war es, die uns Menschen seit Jahren dazu gebracht hat, so zu denken. Politika je kriva da je naš svijet tako razoren, jer politika upravlja ratovima i hoće potpuno vlast. Macht über die Welt, Macht über uns Menschen. Oni rade egoistično i na kraju dana se na računa narod nego pare. Ne želimo da naša djeca odrastaju u svijetu koji je domina mrzine. Wir wollen nicht, dass Kinder und Enkelkinder in einer Welt aufwachsen, in der Hass dominiert. Wir wollen alle glücklich sein und in einer Welt der Liebe und Akzeptanz leben. Eine Welt, in der man so sein kann, wie man ist. Eine Welt, in der alle akzeptiert werden, egal wie man aussieht, egal woher man kommt und wohin man geht. Es ist 2021 und wir sind noch immer nicht weitergekommen. Doch jetzt ist unsere Zeit gekommen. Sada možemo dokazati. Da se nećemo tako lako predati i da ćemo se boriti za pravdu i bolju budućnost. Ali to moramo zajedno. Čovjek je čovjek. Mensch ist Mensch. Es ist egal, ob dunkelhäutig oder hellhäutig ist. Es ist egal, woher kommt. Es ist egal, ob hetero ist, schwul, lesbisch oder transgender. Gerade Menschen, die nicht das klassische Rollenbild leben, werden ausgegrenzt. Homosexualität ist keine Krankheit, liebe Zuhörer. Doch genauso wird es leider heute behauptet. Wie armselig ist das denn? Došlo je krajnje vrijeme da na temu homoseksualnost počnemo govoriti na neki drugi novi način. Nije istina da postoje samo muškarce i žene i da ne postoje druge vrste spolova. Ich habe Freunde, die bi sind. Das heißt, sie fühlen sich zu dem weiblichen Geschlecht genauso wie zu dem männlichen Geschlecht angesprochen. Doch sie trauen sich nicht mal, sich vor ihren Mitmenschen zu outen. Wie zum Beispiel Freunde oder Familie. Die Angst auf eine negative Reaktion von Familie oder teilweise sogar von engen Freunden ist einfach zu hoch. Viele Eltern akzeptieren das auch nicht, denn in den früheren Zeiten war das einfach nicht erlaubt. Und es gehörte sich auch einfach nicht. Eltern haben auch oftmals Angst, von der Gesellschaft abgestempelt zu werden und den Respekt anderer Leute zu verlieren. Vor allem am Land ist das Problem, weil die Menschen gerne über andere Leute herziehen und ohne jegliche Rücksicht. Mensch ist Mensch, oder? Egal in wen er oder sie verliebt ist. Mismo Sareni, pa? Wenn man einen Moslem auf der Straße sieht, heißt es nicht direkt, dass er ein Terrorist ist. Religionen bieten die Möglichkeit, sich kulturell zu bilden, zu verstehen, wie andere Menschen leben. Es bietet auch die Chance, vor allem wenn man viel reist, Vorurteile abzubauen. Denn schlussendlich merkt man, dass Mensch Mensch ist. Wenn man an Buddhismus denkt, dann kommt einem zum Beispiel die Wiedergeburt in den Sinn oder die Dankbarkeit und die Gelassenheit, von der auch viele Menschen profitieren könnten. Dragi slušalci. I različita mišljenja oblikuju naše društvo. Wir sind bunt und haben alle eine andere Sicht der Dinge. Zusammen haben wir aber auch mehr Ideen und Lösungen. Man kann mit Menschen diskutieren und seine Gedanken teilen, sich also gegenseitig bereichern. Auch wenn wir dabei unsere Komfortzone verlassen müssen. Nur dadurch entwickeln wir uns weiter. Vor allem, wenn man auch
vor allem wenn man auch andere Meinungen hört und alles und nicht alles von seiner Sicht sieht und auch Feedback bekommt und es auch wahrnimmt. To je jedini način da se dalje razvijete, posebno ako čujete druge mišljenja i dobijete feedbacka. Ako to akceptirate, to će svima nama nešto pridonijeti. Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist schade, dass Menschen immer noch sich bekriegen, sich anfeinden, obwohl alle Menschen sind und alle eigentlich das Gleiche wollen, ein glückliches und friedliches Leben für seine Familie und sich. Ja, es wird ein steiniger Weg, aber wir sind starke Menschen mit einer großen Willenskraft. Wir werden die Steine nehmen und mit aller Kraft zur Seite schieben. Daran glaube ich ganz fest. Daran sollten auch Sie ganz fest glauben. Jedan filozof je rekao, ljudi su kao jaja, sa vanjske strane svi različiti, ali kad ih razbiješ, svi izgledaju isto. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen. Lasst uns an einen Strang ziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.